Hallo ihr Lieben, Sommerzeit ist bei uns auf jeden Fall Grillzeit und da liebe ich Grillspieße. Die sind total einfach gemacht und jeder steckt einfach das drauf, was er mag. Ich zeige euch heute ein leckeres Rezept mit 3 Varianten und den Link findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte mit dem Gemüse. Das schneide ich jetzt einfach so in ungefähr gleich große Stücke. Als nächstes schneide ich jetzt noch die rote Zwiebel in Spalten. Ich habe ja gesagt, es gibt heute 3 Varianten. Und zwar gibt es immer Gemüse und dann gibt es eine Veggie-Variante mit Halloumi-Käse. Es gibt eine Variante mit Garnelen und eine mit Hähnchenfleisch. Und wenn ihr gerne einen veganen Spieß machen möchtet, dann nehmt ihr am besten Räuchertofu, der schmeckt total gut auf dem Grill. Die Garnelen spieße ich jetzt einfach so auf und das Hähnchen und den Halloumi schneide ich ungefähr genauso groß wie das Gemüse. So, dann kann ich auch schon aufspießen. Ich nehme heute Metallspieße, die sind super zum Grillen. Wenn ihr Holzspieße nehmen wollt, dann müsst ihr die so 2 Stunden vorher ungefähr in Wasser einlegen, damit die euch nicht verbrennen auf dem Grill. Bei meinen Kindern ist Paprika und Hähnchen der Hit. Wie ist das denn bei euch? Was mögt ihr denn am liebsten? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Die Spieße bepinsel ich jetzt noch mit ein bisschen Öl, damit die nachher beim Grillen nicht festkleben. Ich liebe ja Fleur de Sel, das ist geschöpftes Meersalz und es hat ganz zarte Flocken, die auf gegrilltem super schnell wegschmelzen. Jetzt rühre ich noch einen schnellen Tomatendip. Dafür hacke ich erstmal die Cherrytomaten klein. Und die getrockneten Tomaten. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen Basilikum und den hacke ich dann auch noch fein. Und das verrühre ich jetzt noch alles mit Quark und Tomatenmark. Dann noch mit Salz und Pfeffer würzen, dann bin ich auch schon fertig. Falls ihr noch mehr Dip-Alternativen sucht, dann schaut doch mal gerne hier oben rein. Da zeigt Frederik euch, welche Dips er am liebsten mag. Und jetzt geht's los zum Grillen. Boah, die sehen so lecker aus. Der Garnelenspieß ist auf jeden Fall mein Favorit für die Grillsaison. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.